Hallo Freunde, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und mal wieder eine Dating-Frage. Es geht darum, wie kann man gut kommunizieren auf den ersten oder auf dem ersten Date oder den ersten Dates, dass es auch weitergeht. Also du willst ja keinen Preis da gewinnen oder keinen Kultur-Award gewinnen oder ich weiß nicht was, sondern du willst ja das zweite Date, das dritte Date, das vierte Date. Und damit, glaube ich, eine ziemlich gute Mail, wo man, glaube ich, so die wichtigsten 3, 4, 5 Sachen sich mal anschauen kann mit konkreten Tipps. Sonst guckt auch gerne mal rein in meine Datingkurse auf liebeschimpf.de, wenn du neu bist. Oder ladet euch auch gerne mal meine entsprechende gleichlautende App runter. So, von Anna Tefkola. Für die, die neu sind, ist so ein Running Gag hier. Russischen Namen. Heißt natürlich anders, aber wenn du auch solche Fragen stellen willst, über ein Formular auf liebeschipp.de. Lieber Hemschi, Datingkursfrage. Toll, dass du gerade so viele Datingfragen beantwortest. Ich bin auch gerade mit deinen Datingkursen beschäftigt und hoffe sehr, dass du auf ein paar Fragen eingehen könntest. Möglicherweise im Video. Also ich verlinke den Kurs ja auch mal drunter. Schätze, dass du auch, dass es auch andere interessieren könnte. Sowieso vielen Dank für deine tolle Arbeit. Also du erwähnst, dass man vom Date kein Interview, also kein Jobinterview machen soll. Hauptsächlich Hangout, Have Fun, Hook Up. Also das heißt, und mein anderer Lieblingssprüche heißt ja so, rausgehen, Spaß haben und das andere kommt quasi wie von selbst, das Körperliche. Also Hook Up ist ja so ein Begriff, der so alles von Küssen, Sex haben, also halt irgendwie zusammenkommen. Wäre super, wenn du es ein bisschen mehr erklären könntest. Warum soll man nicht so viele Fragen stellen? Kann mir gut vorstellen, dass, wenn es echt ein Interview wird, der andere sich irgendwie unwohl fühlt. Aber aus der Perspektive, man weiß nicht, man da Vorsicht hat, möchte ich gerade am Anfang natürlich am liebsten so viel wie möglich wissen, um nicht unbedarft mich vor die Wölfe zu schmeißen, sinnbildlich. Na, nicht, dass hier wieder der Wolf-Experte schreibt, also, den wir schon mal hatten. Ja, also, du musst dir mal überlegen, da ist ja vielleicht jemand, der datet nicht zum ersten Mal. Ne? Wenn du Online-Dating machst, da ist vielleicht jemand, der hat schon einige Dates auf dem Puckel. Und was möchte der am allerwenigsten? Der möchte am allerwenigsten so ein Date haben, was wie ein Jobinterview ist. Warum? Weil das immer gleich abläuft. Und was immer auf 10, 20, 30 Bewerbungsgesprächen laufen immer gleich ab. Ne? Wo haben sie denn studiert? Warum haben sie die Lücke im Lebenslauf? Und ist das irgendwie sexy? Nee, das ist abgrundtief langweilig so. Ne? Was ist sexy? Deswegen dieser Spruch Hangout, Have Fun. Also Hangout ist ja klar. Have fun, weil je mehr Spaß du hast, also das Paar, was viel Spaß hat zusammen, das bleibt zusammen oder es kommt zusammen so. Ne? Also es gibt nichts, was sexier ist oder interessanter ist, wenn du lachst auf dem ersten Date, ne? Wenn jemand witzig ist so und du einfach eine gute Zeit hast, wie mit einem guten Kumpel, nur eben als Date so. Und da stören diese Fragen halt erheblich. Deswegen ist meiner Ansicht nach die beste Haltung, dahin zu gehen, zu sagen, hey, ich entspanne mich jetzt, ist auch ganz wichtig, weil wenn du so ein Jobinterview machst, bist du total angespannt. Ich entspanne mich jetzt und versuche einfach, einen guten Abend zu haben, weil dann connectest du am besten. Und ein Erfolg von so einem Date macht nicht aus, ob du jetzt weißt, so wie lange ging denn die dritte Beziehung vor der nächsten oder was. Also ein paar Einschränkungen komme ich gleich noch zu, aber das bringt dir nicht so viel weiter, wie ob du eine Connection hast. Wie merkst du, ob du eine Connection hast, indem du Spaß hast? Also dann gibt es auch keine Frage, ob du eine Connection hast. Und wenn du eine Connection hast, dann guckst du vielleicht auch über ein, zwei Sachen hinweg, wo du sonst beim Jobinterview gesagt hättest, irgendwie, was, du kommst hier aus Nordjapan, ich date grundsätzlich keine Menschen, die aus Nordjapan kommen, oder er ist jetzt nur völlig ausgedacht, oder was, du was weiß ich, deine längste Beziehung war nur 5 Jahre. Ich date nur Leute, die mindestens 5 Jahre und 2 Monate hatten. Weißt du, dann gehst du so im Kopf, was jetzt nicht immer falsch ist. Aber so für eine Connection bringt dir das halt nicht richtig viel. So, ne? Also wie gesagt, man muss immer wieder überlegen, wenn wir speziell Videos machen, so zu toxischen Beziehungen und um Beuteschema ändern, da muss man vielleicht ein bisschen mehr im Kopf gehen. Aber wir machen das heute mal so allgemein, so eine allgemeine Dating-Frage raus. Aber natürlich kannst du auch mal ein, zwei Fragen stellen, das ist ja ganz normal, ne? So was, aber es geht schon los, was suchst du hier? Hat auch keiner mehr Bock drauf zu antworten, was soll man schon suchen? Jemand, mit dem man Connection hat oder mit dem man Spaß hat oder beides so. Und ich meine, das sind alles auch so Fragen, was soll man darauf antworten? Aber klar, kannst du vielleicht sollte man fragen, bist du überhaupt Single? Das sind ja 50%, zumindest auf Dating-Apps angeblich nicht.
Aber kriegt man da eine richtige Antwort drauf? Weiß ich auch nicht. Aber klar, wenn dir 1, 2, 3 Fragen jetzt total wichtig sind, kannst du mir die natürlich stellen. Aber es sollte jetzt, meiner Ansicht nach bringt das, also ich weiß sowas, mein Datingleben hat sich revolutioniert, nachdem ich aufgehört habe, irgendwas zu erwarten oder irgendwas zu wollen, sondern einfach überlegt habe, okay, wie können wir zwei jetzt hier einen spannenden Abend haben, so, ne? Und der sich eben auch unterscheidet von Freundschaften, der auch wirklich sich so anfühlt wie ein Date, so, ne? Das ist so meine Meinung dazu. Sich öffnen, ohne dass man weiß, wie der andere tickt, finde ich nicht so gut, schwierig. Ja, aber ich frage euch, kriegt man das besser raus mit endlosen Reihe von Fragen? Also es gibt natürlich auch interessante Fragen. Es gibt ja diese 36 Fragen zum Verlieben, so, weiß nicht, ob ihr das kennt. Da sind so Fragen dabei, mit welcher berühmten Person würdest du gern mal zu Abend essen? Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das sind eine Art von Fragen, die eben nicht so bewerbungsgesprächmäßig sind, aber ich würde auch nicht alle 36 Fragen durchgehen. Aber da kann man sich sicher mal eine Frage aussuchen und was sind so offene Fragen, wo man, ja, vielleicht den anderen, aber das ist eben nicht so, was hast du denn für Hobbys oder was weiß ich, diese Standardfragen halt, ne? Aktuell hatte ich eigentlich nicht das Bedürfnis, jemanden kennenzulernen, habe aber, wie das so läuft, doch jemanden getroffen, der sich mich interessiert. Na, läuft doch schon, prima. Was mir auffällt, was hältst du hiervon, wenn wir schon dabei sind? Er, Mann, erzählt am Anfang ungewöhnlich viel Persönliches. Sagt, dass er mir vertrauen kann. Ja, also kein Mensch, der sagt, also, das ist wieder so ein Punkt, du vertraust jemandem, mit dem du Connection hast. Jetzt kommt jemand und sagt, du kannst mir vertrauen. Meint ihr, das macht auch nur 1% mehr Vertrauen, wenn jemand sagt, du kannst mir vertrauen? Also mich würde das sofort misstrauisch machen, aber ich bin vielleicht schon zu abgedreht von den ganzen E-Mails hier. Was ist das für ein Spruch? Also vor allen Dingen sagt dir ja niemand, du kannst mir nicht vertrauen. Von daher kannst du so viele Leute daten, wie du willst. Keiner würde sagen, du kannst mir nicht vertrauen. Wahrscheinlich würde das sogar noch mehr Interesse hervorrufen, wenn man entsprechenden Liebeschip hat, wenn du sagst, du kannst mir nicht vertrauen. Denke, wieso kann ich dir nicht vertrauen? Aber das ist so random. Das ist so eine random, platte Aussage. Also ich finde, die bringt gar nichts, ne? Hat sich beschäftigt mit Mann sein, ist schon, wenn ein Mann sagt, er hat sich beschäftigt mit Mann sein, ist schon komplett, musst du schon an Linien lachen, komplett unpolar. Das ist so, ja, ich gehe auf Männerworkshops, ich habe an meiner weiblichen Seite gearbeitet. Das kannst du alles gern machen, aber das ist nichts, was dich attraktiver macht auf dem Daten. Also wirklich, das ist schon wieder jemand, der so brain-gewascht ist von dieser, weiß nicht, von dem Mainstream, den wir gerade haben, dass der Mainstream macht ja die Männer weicher und die Frauen härter gerade, aber es hilft uns nicht beim Daten, ne? Wie gesagt, sonst guck gerne mal meinen letztes Buch rein, Feuer und Flamme habe ich gerade jetzt nicht zur Hand hier. Beschäftigt ihn mit Mannsein, hat eine weiche emotionale Seite, das muss ich aber echt lachen. Und er kann das dann nur mehr dazu stehen muss, emotional zu sein und so in seine Männlichkeit kommt. Also, findest du das interessant? Also, wenn du es interessant findest, wunderbar, aber ich denke immer, also für Männer denke ich immer, es ist vielleicht besser, anstatt in eine Männergruppe zu gehen, sich mit ihrer weiblichen Seite zu befassen, denke ich immer, sie sollten einfach mal 14 Tage auf eine Bohrinsel oder einen Wald Holz hacken oder ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Ich weiß es nicht, aber wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ist längere Zeit depressiv gewesen und hat einen Coach in Anspruch genommen, um sein Haus zu räumen. Also du weißt ja, also jeder kann depressiv sein, will jetzt gar nichts gegen sagen, aber warum sagt man das auf dem ersten Date? Macht dich das interessanter? Ich glaube nicht. Also ich meine, der braucht vielleicht mehr einen Datingkurs als du. Und hat einen Coach gebraucht, um sein Haus zu räumen. Willst du ernsthaft, also ich weiß nicht, ob du so ein Helferthema hast, oder willst du einen Mann daten? Weiß ich nicht, der schon bei Kleinigkeiten Coach braucht, ist natürlich schlimm, tut mir leid für ihn so, ne, will er jetzt gar nicht, aber ist das, was du willst, ne? Kannst du natürlich nur du sagen.
sagt, er hätte vor Jahren bei Tanzveranstaltungen mich schon, bei einer Tanzveranstaltung mich schon gesehen, aber nicht getraut, mich anzusprechen, da er zu schüchtern war. Also mein Dating-Coach hat immer gesagt, man soll immer, der hat immer gesagt, was würde James Bond tun? Da schreiben natürlich wieder 20 Leute drunter, ja, James Bond, den gibt's ja gar nicht und James Bond hatte ja nie Beziehungen, aber wir reden ja über Dating hier, so, ne? Meinte James Bond, also erstmal wäre er nie zu schüchtern, eine Frau anzusprechen, oder meinte, der würde irgendwas sagen, was ihn unattraktiver macht, also man lässt auch James Bond wegen weg, also mein Dating-Coach hat immer gesagt, überleg dir immer, was du sagst, macht dich das irgendwie attraktiver, und ich würde mal sagen, nee, macht es nicht so, ne? Also ganz im Gegenteil, ne? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Da er zu schüchtern war, mich als sehr weibliche, gut aussehende Frau anzusprechen, ist jetzt Anfang 40, ist stolz darauf, stolz auf sich, dass er sich das bei mir jetzt wohl traut. Ja, das ist ja wunderbar. Freue mich für ihn, dass er den Schritt gemacht hat und hat aber schon Punkte gesammelt, dass er dich angesprochen hat jetzt scheinbar. Aber warum muss man diese Story erzählen? Ich weiß es nicht. Also in der gleichen Zeit kann man, weiß ich nicht, kann man schon ganz viel Spaß haben, ohne dass man so ein Coaching-Gespräch daraus macht, weiß ich nicht. Will noch eine Therapie machen? Ja, ist ja alles wunderbar, prima. Aber was hat das auf dem ersten Date zu suchen? Ich weiß es nicht. Macht eine Ausbildung zum, egal, ganz interessanter Beruf. Sagt über seinen Ausbilder, der ihn sehr kritisierte, dass er gaslighten würde. Also was ich gelernt habe, ist ja schon ein paar Jahre her, aber in meinen Dating-Erfahrungen, wenn Leute anfangen mit diesem ganzen, ich werde ja auch nochmal ein Video drüber machen, mit diesem ganzen Narzissmus-Gelaber, Narzissmus-Gaslighting, kein gutes Zeichen. So. Also nicht, dass es nicht sein kann, aber gerade Leute, die, ich meine, das ist jetzt nicht so ein typischer Kandidat dafür, aber gerade Leute, die sich ständig beschweren, dass alle Exen Narzissten waren und Borderliner und Gaslighten. Ich würde attraktiv werden, wenn jemand sagt, boah, letzte Beziehung vielleicht nicht so gut gelaufen, aber habe ich daraus gelernt, jetzt mache ich es besser. Oder ja, ich mache gerade da und da eine Ausbildung und der Ausbilder, weiß ich nicht, hakt ein bisschen, vielleicht muss ich mal woanders hingehen. Also wenn man so Verantwortung übernimmt, entscheidungsfreudig ist, aber so Gaslighten, ey, ach, ist auch so ein Opferbegriff, ey, ich weiß nicht. Nicht, dass es das nicht gibt, natürlich gibt es das haufenweise, aber das sind alles so Begriffe, also das ist so ein Begriffsbubble, die bringt uns nicht wirklich weiter, meiner Ansicht nach. Ne? Also manchmal schon, aber meistens nicht. Ne? Schickt Nachrichten mit vielen Emojis. Ja, dass du das schon schreibst, weiß ich, du machst meinen Kurs. Ich halte da gar nichts von. Also ihr könnt, sicherlich gibt es Frauen, denen das nichts ausmacht. Aber die meisten, also wenn es sich das nicht total geändert hat, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ist Emojis weibliche Polarität, ne? Also natürlich kann man mal ein Emoji reinmachen, aber wenn so ein Mann da am besten noch irgendwie diesen Schäm-Emoji oder, ey, sorry, das ist fucking unmännlich, ey, des Grauens, ne? Ist unsicher, was seine offensichtlich gute kreative Arbeit betrifft. Macht ihn das attraktiver? Ich weiß es nicht. Und sehr beeindruckt von Komplimenten. Quote, dass Menschen sich hierfür Zeit nehmen. Ja, also wenn du so voller männlicher Polarität steckst, also was natürlich, was man nicht immer sein kann, jucken dich Komplimente von anderen nicht, weil du bist einfach mit deiner Mission beschäftigt. Fertig, ne? Ich habe ihn einen Tag nach dem ersten Date in der Nähe in meinem Viertel spazieren gehen sehen, obwohl er ganz woanders wohnt. So, nächste. Jetzt haben wir schon abgehakt. Themenwahl sehr ungünstig. Ne? Er stellt sich sehr ungünstig dar. Das sind alles Sachen, die man nicht machen sollte. Ne? Jetzt haben wir das dritte. Er macht etwas, was du potenziell creepy findest. Ne? Er taucht plötzlich in deinem Viertel auf, wo er ganz woanders wohnt. Das ist, wo Frauen total darauf achten, ne? Mit Recht, dass ein Mann nicht irgendwie creepy ist, ne? Oder dass er die womöglich stalkt, so, ne? Das kann natürlich jetzt Zufall sein, aber das, also wenn er jetzt ernsthaft extra in deine Gegend gegangen ist, wäre das natürlich mega Red Flag, ne? Ich war eine Woche mit mir selbst im Urlaub und wollte keinen Kontakt in der Zeit. Den Urlaub mit mir selbst fand er eine brillante Idee. Übertrieben? Fragezeichen. Nö, das würde ich jetzt nicht übrigens sagen.
Er hätte mich bestimmt sehen wollen. Positiv, Offenheit, Verletzlichkeit, einfühlsam, warm. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Mann verletzlich zeigen kann im Rahmen einer grundsätzlich eines polaren Verhaltens. Da kann man sich auch mal verletzlich zeigen. Das ist sehr attraktiv, auch Offenheit. Und wie gesagt, keine Frau will jemand haben, der irgendwie Ärger macht, ne? Also das, aber selbst das ist ja nicht hundertprozentig klar scheinbar. Ansonsten, jetzt nur Offenheit, Verletzlichkeit ist nicht männliche Polarität, ne? Das wäre also der nächste Tipp von mir, also wirklich achtet auf die Polaritäten, so, ne? Wenn das ein Begriff ist, der, mit dem du jetzt nicht anfangen kannst, guck dir entsprechende Videos dazu an oder mach, wie gesagt, mach die Kurse. Mag seine künstlerische Art und finde ihn attraktiv. Also wenn du es attraktiv findest, findest du es attraktiv, aber wie gesagt, nicht, dass du, weiß nicht, ob du so ein Muster hast von Helfersyndrom, das wäre natürlich schlecht, ne? Aber Sorge, er könnte zu viel Ballast mitbringen. Ja, das haben wir jetzt vielleicht alle hier. Bietet alles meiner Meinung nach viel Futter für Fragen. Ja, aber wie gesagt, die Fragen entstehen, bevor eine Connection da ist, ne? So, das ist deswegen, was ich immer sage, wenn du mit jemand 3 Mega-Dates hattest, ne? Hangout, Fanuk ab, ne? Ihr habt 3-mal richtig Spaß gehabt, man ist in der Kiste gelandet. Und dann kommen irgendwelche problematischen Themen. Da sagt man sich, hey, auf jeden Fall können wir eine gute Zeit haben. Ja, jeder, dann sagst du dir vielleicht, jeder Mensch hat mal Probleme und was weiß ich. Aber jetzt hast du das andere eben nicht, ne? Jetzt hast du, jetzt kommen noch mehr Fragen auf und es wird plötzlich zu so einem, nächste Date womöglich zu so einem Problemgespräch, ne? Ja, wie lange hast du denn diese Probleme oder warum hast du denn einen Coach gebraucht? Also auf einmal hast du irgendwie so ein Gespräch, was überhaupt keinen Dating-Vibe hat, so, ne? Das finde ich halt problematisch, ne? Um einschätzen zu können, wie das jetzt genau ist, wofür Therapie, wie für Beziehungen, wie kommt er zur Idee mit Gaslighten? Ist schon krass, im Date so einen Term zu benutzen, finde ich. Da sehe ich ganz genauso. Und diese Fragen, dass die jetzt aufkommen, also wie gesagt, ich kann da eigentlich nur seine Dating-Gestaltung hier kritisieren, also du hast das ja nicht eingebracht, dass du natürlich jetzt 1000 Fragen hast. Ja, das ist klar, ne? Kann es sein, dass Mann einfach zu unsicher war, um zu daten und nicht bindungsgestört? Also Bindungs kann ich jetzt gar nichts sagen. Ihr habt hier mal das erste Date gehabt, da kann man gar nichts drüber sagen. Aber ich finde ihn zu unsicher. Ja. Also erstaunlich, er gibt sich sehr unsicher, sagen wir mal so. Ich weiß ja nicht, wer er wirklich ist. Und wie gesagt, Selbstbewusstsein ist vor allen Dingen ein Verhalten. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn du dich unsicher fühlst. Aber du selbstsicheres Verhalten zeigst. Also viele verwechseln das mit dem Gefühl. Du kannst innerlich die Scheiße fühlen, aber in dem Moment, wo du selbstsicheres Verhalten zeigst, bist du selbstsicher. Und dann denkt sich dein Gehirn auch irgendwann, also oft funktioniert das nämlich über Verhalten, denkt sich dein Gehirn irgendwann, Mensch, hier mein User verhält sich so selbstbewusst, dann schicken wir ihm doch mal selbstbewusste Gefühle so noch zusätzlich. Aber so rum geht das eigentlich. Deswegen ist es scheißegal, ob man innerlich auch mal Angst hat, solange, also fake it until you make it, ne? Darum hat er nicht so viel Beziehung und dass es jetzt besser wird. Ja, das sind alles Fragen, die würdest du dir nicht stellen, wenn dieses erste Date anders gelaufen ist. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass du ihn nicht daten sollst oder so, weil das kannst du wissen, ob dir das gefällt oder nicht gefällt. Aber wenn man jetzt mal das mal nutzt, das ist keine ideale Dating-Gestaltung, ne? Von ihm vor allen Dingen nicht. Was du jetzt genau gemacht hast, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Aber natürlich kann es sein, dass er sich aus seinen Schwierigkeiten rausgearbeitet hat und dass es jetzt besser werden würde. Natürlich kann das sein, aber du würdest diese Fragen gar nicht haben, wenn er es nicht thematisiert hätte. Also von daher ist es fucking Unsinn, ne? Das ist genauso wie über Atomkrieg reden oder was weiß ich, den Israel-Palästina-Konflikt auf dem Date, das ist einfach das falsche Thema, ne? Oder weiß ich nicht, ob die Erde flach ist oder keine Ahnung. Vielen Dank, dass du dir dafür Zeit genommen hast, dass dich dafür interessiert. Ja, sehr gerne. Macht die fucking Kurse und jetzt zieht euch vielleicht letztmalig noch die Selbstliebe-Challenge Advanced dran, kann man auch als erstes machen. Wird es wahrscheinlich erstmal nicht mehr geben dann. Und bis dann, ciao.